Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gesucht, Zankfett und Rotbock anzunehmen bei diesem Steckbrief an dieser Säule. Heißt genauso wie die Quest auf Mehergon an dieser Position. Ist eine tägliche Quest. Nehm sie an. Und außerdem ist es eine Gruppenquest für drei Leute ausgelegt. Befinde mich hier auf dem Patch-Server, werde es aber dennoch allein versuchen, einfach um euch die Position zu zeigen und ihre Fähigkeiten. Von sich aus sind die neutral. Hier ist die Position. Merke nun aber, ich habe noch Heldentum-Debuff, aber ich werde es dennoch versuchen. Dann noch ein Buff und auf geht's. Und das Fiese ist, die Mobs werfen Fallen, die euch fesseln. Jetzt sieht man es, bin ich reingelaufen. Und gleichzeitig machen es aber diese Flächen. Diese Flächen machen sau viel Schaden. Also wirklich, ich würde sagen, um die 80% eures Lebens. Ich töte erstmal den Kleinen, den Zank irgendwie. Bleib aus der Fläche draußen. Der Trog zieht euch zu sich, wenn ihr Pech habt und eine blöde Kombination erwischt. Aus Fläche und Herziehen tötet es euch. Wenn ihr nicht bei 100% seid, ja, der Kleine ist gestorben. Und jetzt habe ich vielleicht eine Chance, den noch zu schaffen. Kann noch ein Trank trinken. Sehr gut. Schmuck aktivieren. Also wirklich, die Fläche kann tödlich sein. Die haut mindestens 80% vom Leben weg. Zumindest auf dem Patch-Server ist das so. Und ich habe es tatsächlich ohne Heldentum geschafft. Also jetzt freue ich mich. Mit einem anderen Charakter habe ich die Quest versucht. Mit Heldentum habe es nicht geschafft. Allerdings hat sich die Erfahrung aus dem Vibe mit dem anderen Char bezahlt gemacht. Denn hier habe ich es geschafft im Video. Laufe da durch. Dann diese Wege entlang. Sieht gut aus. Dann links abbiegen und dann rechts abbiegen. Und da bin ich. Bitte Protokoll einhalten. Quest ist abzugeben bei Isira Getriebeschwur auf Mehagon an dieser Position. Hoffe, das Video hat euch geholfen. Ciao.